Ja, willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Stray. Hier mit mir Mac, Mo und Sammy. So habe ich ihn jetzt einfach genannt. Schön, dass ihr da seid. Ja, unser Abenteuer geht weiter. Letztes Mal haben wir noch unseren B12 kennengelernt, sind in der Wohnung drin. Aber da geht es jetzt gleich raus und schauen wir mal, was jetzt kommt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge, Leute. Los geht's. So, here we go, Leute. Das letzte Mal sind wir hier bei dieser Änderung stehen geblieben, nicht wahr? Und jetzt, ja, geht's weiter. Musik ist super chillig, ey. Das taugt mir total. Okay, wir müssen wohl darüber. Nun? Darunter. Ja, darunter. Auf geht's. Bleiben wir mal oben. Aber irgendwann müssen wir runter. Nächster Eimer. Oh Gott. Ohne die Eimer wären wir auf hier verloren. Oh mein Gott. Oh. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Hey. Das gibt's nicht. Der Hölle? Alter, was sind das hässliche Viecher? Spring doch da hoch jetzt mal. Da tut's nicht. Da hoch. Oh Gott sei Dank. Oh, ich krieg Panik vor diesen Viechern. Oh mein. Da vorne ist ein Robotermensch. Jetzt sind wir in den Slums. Okay, alles klar. Aber das war schon echt schlimm gerade eben. Wir wären fast gestorben. Für die Viecher. Ich frage mich, ob die feindlich sind. Er hat Angst. Was? Er hat einen Alarm sogar ausgelöst. Sind wir eine Gefahr? Was zum Teufel? Ich habe kein gutes Gefühl. Boah, die hauen alle ab von uns. Oh, oh, oh. Glückskatze. Ja, die sind okay, aber wir nicht. Ich glaube, wir müssen dem Licht wieder folgen, wie immer. Krass, alle flüchten hier. Was ist hier los? Er sieht wie ein Kämpfer aus, der mit dem Hut. Oder ist er ein Mönch? Das sieht nämlich dann doch nicht sehr aggressiv aus. Warum haben die solche Angst? Die angreifen? Ich glaube nicht, sie schaut nicht unfreundlich aus. What? Okay, wir können es nicht verstehen. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben, okay. Sprachlos. Du bist kein Zurk. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Hallo, schau mal meine Größe an. Vielleicht wird der Alarm hier aufgehoben. Der Alarm wird aufgehoben. Was sind das für Robotermenschen eigentlich? Okay, wir steuern wieder, verrückt. Natürlich fressen wir keinen. Würdest du jetzt umschauen, oder dass sie Angst haben? Wir können mit ihm sprechen. Wir können hier wieder unsere Krallen wetzen.
Machen wir gleich. Schlafen die? Die schauen so aus, als würden sie schlafen, oder? Oh, ich soll sie schlafen lassen, oder? Können wir mit dem reden? Ich glaube schon. Dieser scheint eine Menge über die Gegend hier zu wissen. Ah, die Postkarte zeigen. Ja, warum nicht, wenn er das denn weiß? Warte mal. Ach so, der will, dass wir mit dem Wächter reden. Ja, okay. Gut, okay, wenn wir das machen sollen, dann machen wir das mal. Gegenstand anzeigen. Lächerlich. Der Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind jetzt alle weg. Außer Momo. Momo? Momo, okay. Das heißt, da müssen wir hin zu Momo. Okay, alles klar. Destination is settled. Auf geht's, Leute. Aha. Was ist, wenn ich das drücke? Okay, falls wir nicht mehr weiter wissen, kann uns B12 sagen, wo wir hin müssen. Das ist schön. Wir schauen uns natürlich ein bisschen um. Wir was über diese Welt erfahren. Was das hier für Leute sind. Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, um uns gegen die Zurks zu verteidigen. Aha. Er ist Leto. In den Slums gibt es viele Bedrohungen und Vorsorge ist das A und O. Gefälschte Bilder von der Außenwelt. Man kann hier wirklich mit allen reden, oder? Ich kann jedem das Ding zeigen. Ein blauer Himmel, ha, stell dir das mal vor. Er lebt hier unterirdisch, irgendwie. Ich könnte ja eigentlich Bäume wachsen, ist die Frage, oder? Howdy, Partner. Was ist das? Kaufmann, so, so. Sowas gibt's hier auch? Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist es. Du als Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Hm? 3 Dosen Energy Drink, weniger ist nicht... Energy Drink. So, so. Was ist damit? Das beste Stromkraut. Ein super Spiritus-Reinigungsmittel. Krass, sowas können wir sammeln? Notenblatt? Aha. 1 Dose Energy Drink kostet. Wir haben ja aber nichts, also im Endeffekt. Was ist das hier? Der Marktplatz. So, so, okay, alles klar. Wir können... Okay, es gibt auch Händler. Interessant. Echt interessant, hätte ich nie gedacht. Gucken wir noch mal weiter, bevor wir dann... Ich weiß nicht, ob wir da runter müssen. Ich glaube aber schon. Aber mal, was hier ist. Können wir was drücken? Was, da kam jetzt echt was raus. Also, wir haben Energy Drink? Wir haben jetzt einen Energy Drink bekommen, deswegen. Glaubst du nicht? Was ist denn das für ein Straßenmusiker? Ich bin Musiker, ich habe aber keine Songs. Er wird über den Lied schreiben. Okay. Moment, er hat keinen Song. Aber Moment mal, wir können uns einen Song hier besorgen. Moment mal, Leute, machen wir das doch. Das ist doch witzig. Wir geben dem Musiker ein Notenblatt. Wir haben einen Energy Drink und das Ding kostet doch einen Energy Drink. Und gleich den Ball hier runtergestoßen. Okay. Das können wir jetzt kaufen. Ja, 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 ja. Ja, ja, dann. Mhm. Wir haben ein Notenblatt. 4 von 8. Sehr witzig, dass wir das jetzt haben. Und jetzt geben wir dem Musiker das Notenblatt. Das ist doch geil. Kann er gleich mal hier was spielen, damit es ein bisschen lebendiger hier wird. Junge. Ja, ja, du kriegst was von mir. Ja. Jetzt später. Ist das nicht schön? Das ist so gut, ey. Ich meine, das Lied ist jetzt... Okay. Das ist aus einem Benzinkanister gebaute Gitarre. Naja, wenn's geht.
Okay, wir haben jetzt genug gelauscht. Cool, cool. Gefällt mir. Neugier ist der ganze Tod. Scheiße, wie kriegen wir das Ding weg? Die Steuerung ist jetzt verkehrt rum. Was? Nicht gut. Oh, Gott sei Dank. Die Steuerung war genau verkehrt rum, deswegen. Oh, übersetzen. Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zurks verboten. Die Zurks sind vielleicht diese komischen, ne, Bugs. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Das heißt, da unten wimmelt es nur von denen. Hier, ein Cody. Ja, Moment mal, aber was ist... Moment mal. Ja, okay. Mal sehen, ob der was damit anfangen kann. Folgt den Zahlen geschrieben, aber besteht... Das sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von 0 und 1, okay? Ja, das ist schon klar, nur... Folge den Zahlen. Ja, nicht. Irgendwelche Zahlen? Das ist immer ein Rätselchen, Leute. Hä? Ich sehe nämlich gar keine Zahlen hier. Aber gleichzeitig sehr viele Ziffern. Schaut mal, 482 sehe ich hier. Aber da oben 7897. Hier stehen viele Zahlen. Ich kann da jetzt hier nicht rumraten. Das ist eh nichts. Doch nicht. Ja. Das ist klar. Das wird doch nichts. Ich meine, ich habe nicht meinen ordentlichen Hinweis. Ohne Null haben wir hier gar nichts, sehe ich gerade. Ich habe jetzt alle möglichen Zahlen von da oben eingegeben, aber das scheint nichts zu sein. Okay, keine Ahnung, wie wir dieses Rätsel lösen sollen. Ich war nicht mal ein Anhaltspunkt. Aber okay. Gehen wir mal weiter. Wir müssen zum Momo. Was war das? Ach so, wir können da drauf springen. So, die Leute laufen jetzt nicht mehr von uns weg. Gut. Die verqueren Sachen passieren immer dir, Kumpel. Viel zu gefährlich da draußen. Aha, der Wächter ist auch der Einzige, der das hier öffnen kann. So, so. Wir könnten hier auch schlafen legen, interessant. Das haben wir aber gerade schon getan. Okay, da können wir nicht durch. Keine Hände, um sowas zu öffnen. Können wir da hoch? Geil, das geht. Oh mein Gott, hier gibt es ja sau viele Verstecke und sowas. What? What? Sind wir schon auf dem Weg zum Mond? Sieht so aus, oder so weit oben wie wir sind. Oh, hier ist was. Notenblatt. Es gibt also doch Collectibles im Endeffekt. Ja? Schaut mal, hier ist auch eine Tür. Die wir vielleicht aufkriegen. Nee, wir können nur an der Wand kratzen. Wie es jede Katze mal tut. Es wirkt ein bisschen komisch. Läuft nicht so flüssig ab. Oh, da tut sich was. Hey, wir haben was ausgelöst. Was ist das für ein Geräusch an der Tür? Wahrscheinlich nichts. Doch, es ist was. Ich bin's. Hör doch mal nach. Da pfeift jemand vor sich hin. Nee, wir können nichts tun. Schade, ich dachte, passiert vielleicht was. Schade. Okay, schaut mal, so kommen wir zum Momos Haus im Endeffekt. Ich wollte es ja eigentlich nicht machen, sondern mich umschauen, aber jetzt sind wir schon so weit oben, jetzt gehen wir weiter. Die Frage ist, wo ist es genau hier? Da maunzt der kleine Sammy. Oh, wer ist denn da? Diese Lichtkreise sind schon schön anzuschauen, aber ich möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Zwar Nito heißt der Typ.
So, hier ist so ein. Oft. Ich aktivieren können. Mit wem spielt denn? Ach so, da ist ja auch noch einer. Spielen, glaube ich, gar nicht die Arbeiten, oder? Lass Vapora bitte in Ruhe. Sie ist so tollpatschig. Meinst du die da unten? Quack. Spring doch runter. Sprechen wir nochmal mit ihm. Was, ich muss mich konzentrieren. Was haben wir dadurch geschafft, ist die Frage. Was geht denn hier ab? Gibt's voll die Interaktionen? Ist aber lustig. Viele Rätselchen. Ups. Ganz ruhig, aber heißt es, wir gehen vielleicht doch wieder runter. Weil wir müssen das Rätsel jetzt hier lösen. Was zum Teufel haben wir jetzt damit geschafft, hä? Wo mal als Katze alles hinkommt, ne? Die Tür ist jetzt offen. Eigentlich ist das genau so gedacht. Ah, Super Spiritus Reinigungsmittel. Was der eine Händler wollte. Sonst irgendwas hier noch? Geh mal da runter, Sammy. Glaub nicht, oder? Ist hier nichts mehr, ne? Ich glaub, das Reinigungsmittel, das haben wir gebraucht. Sehr gut. Jetzt können wir zum Händler nochmal gehen. Was bist du denn? Keine. So freundlich aus. Bist du? Dein Sandmensch? Die stolpern sogar über uns. Kann ich mit ihm reden? Was? Er ist umgefallen. Gibt's doch nicht. Sie umfallen können. Okay, ich hab ein bisschen die Orientierung verloren. Rest in peace. What? Humans? Ist interessant. Sind alle Menschen tot? Ruht in Frieden, ihr Menschen, ja. Was glaubst du, wie ist es, tot zu sein? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man im Frieden ist, wenn man stirbt. Bringen wir noch mal einen Energy Drink? Jetzt stolpert er wieder über uns. Dummkopf. Ist aber selber schuld jetzt. Ja, wo geht's denn hier hin? Ich glaube nicht, dass wir da lang sollten, oder? Ach, da war doch, da sind wir doch hergekommen, oder? Genau hier haben wir das gemacht, oder? Moment, können wir hier wieder an der Tür kratzen, bis einer aufmacht? Ist total witzig. Aber richtig viel haben wir heute nicht geschafft, hä? Man erfährt ein bisschen was, wenn man so an die Türen kratzt. Ne? Interessant. Genau, da sind wir reingekommen. Ja. Okay, dann, okay, alles klar. Dann habe ich die Orientierung wieder. Kann ich auch nicht an jede Tür kratzen. Müssen halt die ganzen Sachen hier absuchen. Was ist das hier? Genau. Omas Kleidung. Was ist denn bei Oma überhaupt los? Ne? Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Da hat man immer gut zu tun. Stromkabel? Bin ich ein Stromkabel? Nee, wir könnten es aber besorgen. Hey, das machen wir mal. Typisch Katze. So witzig. Okay, cool. Moment mal, da gehen wir mal schnell, bevor wir jetzt mit anderen Leuten reden. Ich weiß gar nicht mehr, wohin wir da müssen. Wir werden schon finden, einfach mal blöd. Ah ja, die kennen wir ja noch. Okay,
Bin nicht weit. Genau, hier. Und hier. Und dann. Ja. Ja, kriegst du. Gut. Jetzt können wir mit dem Stromkabel zu Oma gehen. Hier war's, oder? Wir müssen auch in die Elliot-Programmierung gucken, aber erstmal zu Oma und Stromkabel. So, hier. Die macht jetzt einen aus dem Stromkabel. Ah, es ist ja dann gleich geschafft. Ein Poncho. Was, wie soll den anziehen? Really? Moment. Wer fröstelt den Roboter? Ich dachte, er ist für uns. Anscheinend brauchen wir das jetzt noch gar nicht. Wer ist dieser Typ? Den ich schon zweimal zum Stolpern gebracht habe. Okay, wir müssen uns umschauen. Oh, letzten. Elliots Programmierung. Ah, probieren wir das nochmal. Wieder schön da kratzen. Jawohl. Geht die Tür auf. Hallo. Wir gehen einfach rein. Will er nicht mit ihm reden? Doch. Deswegen Elliot hier. Er ist gleich. Ach, du bist gar nicht Elliot. Das ist Nestor. Alles klar. Gesetzt. Hier ist noch eine Erinnerung, Leute. Und ein Notenblatt. Nee, gar keine Erinnerung. Das ist das Bild, was wir vorhin schon gesehen haben. Da oben etwas? Da träumt aber jemand hier, hä? Okay, also das sind alles Sklavenroboter, die aber eine Seele entwickelt haben. Die Menschen sind schon längst tot anscheinend. Ich meine, irgendwo habe ich es mir gedacht. Ist auch nicht wirklich eine neue Geschichte, die erzählt wird. Aha. Alles erstmal runterhauen. Merken. Ist das eine Erinnerung auch? Dieser Baum ist ein wissenschaftliches Wunderwerk. Ja, das meinte ich, was ich gerade gesagt habe. Ohne Sonnenlicht, ne? Okay, reden wir nochmal mit dem Roboter, dann machen wir Schluss für diese Folge, damit es nicht zu lang wird. Ja, wir sind immer noch programmiert, das zu tun, nicht wahr? Hier passiert nichts, wenn wir kratzen. Ne? Also ich kratze jetzt mal ein bisschen länger wie ein Bescheuerter, ganz schnell. Aber es scheint nichts zu passieren. Nee, passiert nichts. Interessant, das hätten wir geschafft. Okay, interagieren wir mal schnell mit dem Kollegen hier. Kann ich dir helfen? Es ist Elliot. Die Notenblätter geben wir dann dem anderen. Ich kann ihm verschiedene Dinger zeigen, mal sehen. Duferbar. Duferbar. Okay, vielleicht ein kleiner Hinweis für uns. Okay, und das hier? Das Elliot zieht ihn an.
Okay, der kann Sachen reparieren. Bringt uns ja bis jetzt nichts. Okay, okay. Brauchen wir vielleicht noch. Okay, jetzt haben wir den Poncho los. Weiß nicht. Ist so gut. Wir können auch hier rauf. Hey, Duferbar, das haben wir rausgefunden. Ganz schön viel Rätsel, oder? Ist das hier die Duferbar? Sieht aus wie die Duferbar. Aus der Ferne. Ja, ja, sie knabbern sich durch alles. Ich frage mich, was das ist. Duferbar. Hier versuchen wir doch das Rätsel zu lösen. Willst du etwas? Ja, ich weiß, der Technikfreak hat ja auch schon Duferbar für uns herausgefunden. Das ist auch die Duferbar. Eine ziemlich doofe Bar. Hier keine Zahlen hier. Reden wir mal mit ihm. Ich zeige ihm trotzdem den Schmarrn. Ja, alle sagen das gleiche. Kann der noch reden? Nein, er ist schon zu betrunken, obwohl es natürlich nicht geht. Oh, da ist wieder das Bild. 1, 2, 8, 3. Leute, das ist es. 1, 2, 8, 3, ich bin mir fast sicher. 1, 2, 8, 3. Trotzdem gehen wir da nochmal hoch. Hoffentlich kann ich mir den Zahlencode merken. Oh, da ist was. Das sollte vergessen. Das ist wichtig. Wir müssen hier ganz viel Input sammeln anscheinend. Okay, interessant, interessant. Essen die das wirklich? Anscheinend, ja. Die haben sich wohl weiterentwickelt, weil sie die Menschen nachahmten. Davon probieren. Das ist nicht, Mann. Erstmal nicht. Wir können hier raus. Was ist das? Ratzen wieder. Ich glaube, das hat aber überhaupt keinen Effekt. Wieder kleines Sammy hier kratzt wie ein Verrückter. Schluss damit. Versenkt. Was ist denn das für ein genialer Billardspieler, der Sammy? Bam. Da sind noch ein paar, die gehen noch rein. Geh rein. Alle versenkt. Da sagst du nichts mehr, hä? Aber du sagst eh nichts. Auf Ebene 2 wohnen. Es gibt mehrere Ebenen. So, so. Interessant. Aha. Aber es gibt keinen. Glaube ich. Wirkt so. Es ist das Notenblatt. Man, so viele Notenblätter. Wir haben einiges gefunden. Natürlich nicht alle. Ich habe mich nicht super gründlich umgeschaut. Vor allem, ich habe den Code schon wieder vergessen. Oder? Kleiner Test. Wisst ihr den Code noch? Ich nicht mehr. Aber ich schaue gleich nochmal nach. Und dann gehen wir zur Ding. Und wenn wir das geschafft haben, ey, sind wir die Virtuosen schlechthin, Leute. Was sind das hier? 1, 2, 8, 3. Na, wenn das nicht stimmt, weiß ich auch nicht. 1, 2, 8, 3. Auf geht's! Dann geben wir ihm noch die Notenblätter. Aber erstmal die Codes, sonst kann ich mir nicht merken. Er scheint richtig zu sein. Ach, das letzte Notenblatt ist hier drin. Geben wir mal die Notenblätter dem Kollegen hier. Klar, ich gebe dir mal welche. Wie doch mal. Okay, Schluss mit dem Spiel. Hör auf! Ich will dir noch mehr Notenblätter geben. So. Muss man sich hinlegen jedes Mal? Ich glaube, du musst es tatsächlich zu Ende spielen. Geben wir ihm das nächste. Das waren jetzt zwei. Und wir haben... Ah, okay. Das heißt, wir haben fünf bis jetzt gefunden von acht.
Naja, okay. Geht natürlich noch besser. Unbetitelt. Okay, dann spiel doch mal. Klingt ja schrecklich. Die Tragödie schlechthin ist das. Halleluja! Wait, nicht gut, nicht gut. Ja, ja, ich bin ja dabei. Hier. Morgen übermorgen. Okay, mal sehen. Wie war? Es geht, es geht. Wobei das zweite Lied war das Beste. Von den vier, die wir bis jetzt gehört haben. Jetzt ist er wie mein Kater manchmal, der flippt auch aus. Der rennt dann einfach blöd rum. Du weißt überhaupt nicht, was los ist. Katzen. Oh, er muss zu Ende spielen. Junge! Ein Lied habe ich noch für dich. Ja, üb doch mal. Klar, hier ist noch eine unleserliche Note. Oh, ich bin mal gespannt. Das ist das, was wir im Safe gefunden haben. Okay, schön. Ne, wirklich, ganz nice. Aber wir müssen noch mehr rausfinden. Wir müssen zum Beispiel mit denen hier reden, vielleicht. Ach so, es sind Mönchis. Und du? Warum da hochgehen? Da ist doch nichts. Echt? Dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert und ich werde morgen 374 Jahre alt. Shit. Sie dachten, ich wäre ein Zug. Ja, das dachte ich mir schon, dass sie das denken. Oh, was ist das da oben? Leute, da ist was. Unsere längst verstorbenen Vorfahren, die Weichen, haben uns diese Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Das war irgendwie klar. Und es war da schon eine Stadt, die unterirdisch war. Oder besser gesagt, die sich dem Sonnenlicht nicht ausgesetzt hat. Warum auch immer. Okay, wir haben noch viel zu finden. Es ist noch viel zu tun. Aber das, glaube ich, machen wir dann in der nächsten Folge. Es gibt noch sau viel zu entdecken. Das war's für diese Folge. Ein bisschen länger heute. Aber hier, wie ihr seht, steht auch andere Sachen an. Also, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Euer Mac Mo. Peace and out.